Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Spaziergang. Alle Märchen fangen mit dem Satz, es war einmal. Ja, bei mir war es im Frühsommer 1995. Es kam ein Anruf und die Sekretärin sagte, Herr Diamantakis, der Chef möchte mit Ihnen sprechen. Können Sie einmal vorbeikommen? Ich habe gewusst, der Herr Chef, der mit mir reden will, ist der Inhaber einer Leiterplattenfabrik in unserer Bezirksstadt mit etwa 70 oder 80 Personen. Und dieser Mann war der, der mir diese große Kamera geschenkt hat. Die Sekretärin meinte noch nebenbei, heute ist der Chef gut gelaunt, Sie können gleich kommen. Was ich natürlich sofort wahrnahm und ich kam in die Fabrik. Als ich dort kam, wir saßen bei Kaffee und die erste Frage war, na, wie war's mit der Kamera? Wie haben Sie die Kamera nach Hause gebracht? Und dann erzählte ich, dass ein Freund von mir, ein Forst- und Landwirt, ist mit zwei Traktoren und Anhänger mit der Kamera im Konvoi die 25 Kilometer zu mir nach Hause. Dann erzählte ich, dass wir die Ortszufahrt für kurze Zeit sperrten, damit man mit der Kamera hinaufkommen können und dass wir vor unsere Garagen durchstanden, meinte er, er schafft das nicht, der Traktor ist zu hoch oder er kann die Kamera nicht in die Garage hineinbringen. Wenn jemand das kann, das ist der kleine Simon, sein Sohn. Aber der kleine Simon, 12 Jahre alt, ist momentan in der Schule. Also, der nächste Weg führt uns in die Schule. Der Herr Direktor hat für unsere Anliegen Verständnis gehabt. Der Simon bekam frei und ein paar Stunden später war die Kamera in der Garage. Das war eigentlich die Vorgeschichte. Während wir dort saßen auf Kaffee, zeigte mir auf einen Koffer, oh, dachte ich, ein Koffer, ein übergebliebenes Stück vom Zweiten Weltkrieg. So wie früher die Koffer waren, harte Karton, verkleidet mit diesen karierten Stoffmustern, ziemlich groß und hatte anscheinend schwer zu sein. Dann sagte er, dieser Koffer können Sie mitnehmen. Dort drinnen ist meine Fotoausrüstung. Aber mit diesem Koffer konnte ich unauffällig mit meiner teuren Ausrüstung herumreisen. Das war. Und die ging mit diesem Koffer, sehr schwere Koffer, nach Hause. Zu Hause angekommen, konnte ich mein Glück nicht fassen. In diesem Koffer drinnen war diese Praktisix mit mehrere Zeiss-Objektive, Jena-Objektive, wirklich das Beste vom Besten. Eine Menge Filter, eine Menge Vorsatzringe und alles Mögliche, was diese Kamera für eine komplette Ausrüstung braucht. Nebenbei waren Killer-Objektive von der Firma Kilfit. So ein Objektiv war der Traum von vielen, vielen Reportern. Auch wieder mehrere Objektive, Tubusse, Balkengeräte und alles Mögliche. Und obendrauf eine überkomplette Ausrüstung von Novoflex-Geräte. Alles von Novoflex, was zurzeit lieferbar war, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass gerade haben diese Sachen das Schaufenster verlassen. Das ist die Vorgeschichte zu diesem Fund. Aber zurück zu dieser Kamera. Diese Kamera wurde gebaut von volkseigenem Betrieb Kamera und Kinowerte Dresden. Das ist die Praktisix, gebaut um 1964. Die Firma wurde gegründet von Paul Kute und Benno Torsch um 1919.
Und die Firma hieß damals Kamera Werkstätte Gute und Dorsch. In Kurzform KW. Und damals war natürlich Dresden die Hochburg der deutschen Kameraindustrie. Benno Dorsch stammte aus einer jüdischen Familie und war Schweizer Staatsbürger. Die aufkommende politische Unsicherheit in Deutschland veranlasste ihn, 1938 Deutschland Richtung Amerika zu verlassen. Das Unternehmen in Dresden tauschte er gegen ein Fotogeschäft der Familie Noble in Detroit. Der deutschstämmige Amerikaner Noble nannte die Firma Kamera Werkstätte Charles Noble. Und die Firma wurde verwaltet vom Vater und Sohn. Während des Zweiten Weltkrieges blieb der Betrieb unzerstört und so konnten die Kleinbildkameras weiter produziert und natürlich auch weiterentwickelt. Die dramatischen Ereignisse des Jahres 1944 folgten dann Schlag auf Schlag. Vater und Sohn Noble wurden ohne jede Erklärung verhaftet und von der sowjetischen Besatzung beschleppt und in eine sibirische Internierungslager untergebracht. Und nur durch eine Reihe von Zufällen blieben beide am Leben. Nähere Details über diese Situation haben wir in einem früheren Video besprochen. Das firmenlose Unternehmen wird inzwischen enteignet und in eine VEB, volkseigene Betrieb, untergebracht. Hier in Dresden waren die innovativsten Kamerawerke der damals deutschen Produktion. Und Pentagon, Kamerawerke und volkseigene Betriebe, Kamerawerke, Pentagon waren weltbekannt und genossen großes Ansehen. Üblicherweise werden dann einmal in kürzester Zeit oder in regelmäßigen Abständen die VEB-Betriebe umbenannt und bis zum Ende jede Spur von diesem Betrieb verwischt ist. Aber zurück zu dieser Kamera Praktisix. Es ist eine Konstruktion von Siegfried Böhm, ein sehr bekannter Kamerakonstrukteur. Das ist eine einäugige Spiegelreflexkamera und das Format ist 6x6 cm auf 120er Rollfilm. Für die Kamera waren meistens einmal die Kameras mit Zeiss Objektive, eigentlich die hochwertigste Objektive der damaligen Zeit. Der Schlitzverschluss ist bis zum 1000. Sekunden. Der austauschbare Sucher, Pentaprisma, ist auswechselbar gegen Lichtschacht, Winkelsucher und mehrere Möglichkeiten. Und Kupplung für Verschlussaufzug und Filmtransport ist selbstverständlich. Der hat eine Doppelbelichtungssperre, der hat einen Selbstausleser und eine riesengroße Auswahl an Wechselobjektive. Die Kamera ist groß, schwer, aber sehr zuverlässig. Das ist die Kamera. Aber in diesem Fall ging man eine Stufe her. Diese Kamera hat nicht nur eine Menge Zeiss-Objektive, die ich bekommen habe, sondern hat auch mehrere Objektive Fotokiller. Die Objektive sind konstruiert von Uhrmachermeister Heinrich Kilfit. Das ist der Erfinder der Robotkamera, die 1932 patentiert wurde. In der Zeit der Wirtschaftskrise hat Kilfit alles verkauft an Robot-Patente, Lizenzen, Unterlagen an Otto Bernig, der eigentlich
die Robotkamera baute und verkaufte. Heinrich Kilfit kaufte dann in München die Präzisionsoptikfirma Nedo und spezialisierte sich auf wertvolle Objektive für die Profifotografie. Und so ein Objektiv oder solche Objektive sind diese Kilfit Killer. München und in Vaduz in Liechtenstein. Diese Objektive waren ein Riesenerfolg. Diese Objektive waren der Traum von vielen, vielen Reportern, die einfach schlicht gesagt niemand oder nicht jeder leisten konnte. Der Erfolg ließ sich aber nicht warten, weil diese eigenwillig konstruierte Objektive mit der Schnellfokussierung, mit diesen besonderen Einstellungen waren bald ein Hit und in aller Munde. Zusammengeschraubt ist dann die Optik sehr klein, aber diese Qualität bringt natürlich auch ein hohes Gewicht an die Waage. Das ist ein Killer 300 mm, das sind Makroobjektive, Schnellschlussobjektive und dann eben verschiedene Suchersysteme. Diese Objektive wurden auch in der Filmbranche verwendet. Walt Disney. Die Naturaufnahmen von seinen Filmen, das sind wirklich sehr bekannt. Einfach die Schärfe, das Bouquet, so wie man sagt, sind bekannt und begeistern jeden. Für Walt Disney war Voraussetzung für die ganzen Filme, dass ein Killer-Objektiv verwendet wird. Eine andere Objektiv ließ der nicht zu. Das war das eine. Der Film Das Fenster zum Hof, 1954, gedreht von Alfred Hitchcock, war auch sehr präsent, genau diese 300er Killer. Man kann sich erinnern, dass die charmante Balletttänzerin Grace Kelly und der James Stewart, der Fotoreporter, die bedingt durch eine Fußverletzung zu Hause angekettet war und vom Fenster immer beobachtete, wie die charmante Balletttänzerin zu Hause übte, war permanent zu sehen mit einer Praktika-Kamera mit einer 300er Killer. Also diese Kamera war während der ganzen Film mehr oder weniger präsent. Dieser Film wurde für einen Oscar nominiert, hat aber keine Oscar bekommen. Die Kamera mit einem Zeiss-Objektiv, so wie es hier ist, wiegt 2 Kilo, genau. Der 300er Killer wiegt 2 Kilo und dementsprechend schwer sind die Kombinationen. Aber eine sehr gute Ausrüstung, eine sehr teure Ausrüstung und ich bin stolz, dass ich das bekommen habe. Bevor ich mich heute verabschiede, möchte ich mich bedanken, dass Sie mich 103 Mal bei meinen Spaziergängen mit Foto oder über Kino begleitet haben. Unsere heutige Reise hat angefangen in der kleinen Bezirksstadt Spital an der Drau, dann nach Dresden, die Hochburg der Fotografie, und dann landeten wir in Hollywood. Heute möchte ich mich verabschieden. Ich bedanke mich für die viele, viele Rückmeldungen, für die guten Ratschläge und die viele gute Wünsche. Ich verabschiede mich sehr zufrieden, aber ich wäre nicht so erfolgreich. Und ich hätte nie 103 Videos so gut über die Bühne gebracht, wenn nicht zwei liebe Freunde, die Erika und der Martin, nicht auf die andere Seite stünden und dafür sorgten, dass alles
gut über die Bühne läuft. Ich wünsche meinen Nachfolger wirklich alles Liebe, alles Gute und mögen Sie so weiter diesen Kanal führen, bis jetzt geführt haben. Ich werde nicht verschwinden. Ich werde hinter die Bühne ein bisschen als Berater funktionieren. Noch einmal danke ich für die Begleitung und wünsche allen alles Gute. Ihr Stavros Diamantakis.